Wieso, das kannst du auch pressen. So viel Realismus hat LS leider nicht. Ehrlich, der Erste. Sagt der Name schon, ne? Sieht aber noch gut aus. Wird ja sowieso nur als Einstreu genutzt. Der hält aber, glaube ich, nicht lange. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich wollte jetzt Bahn fahren. Joa, kann man so sagen. Ja, ich muss jetzt auch erstmal abtanken. Habe ich doch gesagt. Aber der Chef weiß ja mal wieder alles besser. Ein bisschen Vorsprung habe ich noch. Ganz schön viele Ballen. Ertrag dieses Jahr oder was sagt man? Kann man von ausgehen, ja. Hast du so einen Autosteckwagen eigentlich schon mal in echt gesehen? Gibt es auch. Ich habe die schon ein paar Mal auf Videos gesehen, aber noch nie in echt. Ja, bei uns gibt es an Getreide nicht so viel in Ostfriesland. Das meiste ist Mais hier. Ja, klar, kauf du mir ein größeres Schneidwerk, dann mache ich das. Masttonanlage funktioniert übrigens auch jetzt.
Ja, das ging ja ratzfatz. Ein bisschen Getreide, was wir verbrauchen können. Können wir gleich mal wieder schön in die Kartoffel, in die Schweinefutteranlage reinkippen. Auch bestimmt auch wieder was. Oder Seedmaster. Ja, aber fehlt glaube ich auch schon wieder ein bisschen was. Er legt hier seine Ballen an die sofore Bahn hin. Man ja glatt drüber fahren. Das war das Feld. Kannst du das? Sieht man jedes Mal aufs Neue. Packen derzeit mal den Drescher. Ja, ich schnapp mir den Wagen und bring mal was zur Schweinefutteranlage hin. Und auch wieder hungrig. Ach, die brauchen auch bestimmt wieder was, Schweine. Gebe ich da mal gleich was aus, oder? Schön wieder die Disco anmachen. Bestimmt einfacher, wie die ganze Zeit Ballen zu sta auf dem Anhänger zu stapeln und dann wieder abzuladen. So, die Rinder und die Schweine haben auch wieder Weizen bekommen. Mörder. Was sogar mehr wie ein Wagen Ballen darunter? Oha. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Könnte hinkommen. Unten beim Ballenschredder direkt daneben schon mal. Sofern der Chef auch rückwärts fahren kann. Ja, die Kartoffelwaschanlage braucht wieder Diesel. In der nächsten Folge können wir dann ja mal Sonnenblumen ernten, damit auch Wiese nachproduziert wird. Weil der Trecker hat Durst, er hat nicht mehr viel drinne. Muss ich mal gucken. Tatsächlich, wir haben sogar noch 33.000 auf Lager. Raffinerie. Gute Idee, weil lange muss ich nicht mehr fahren, dann ist die Hoftankstelle auch bald leer. Was führe ich hier denn auf? Ist das Saatgut?
Hab gerade aus Versehen Kompost aufgefüllt. Ja, wenn man unter das falsche Silo fährt, dann ist das dann so förderlich. Dann in. Ja. Oh. Ja, dann tanken wir mal Sonnenblumen. Hey, das ist noch nicht gewachsen. Oh, was hast der, was hat der, wenn man den Chef mal einmal alleine lässt, ne? Nur einmal. Wie schön. Ja, immer nicht mehr. Der Profi weiß ja jetzt, wie der Autostackwagen funktioniert. Dann Silagebein. Ja, das könnte man sogar mal machen. Ist auch eine Raff. Was? Okay. Ich. Mann, ich bin bei der falschen Raffinerie. Ja? Ist das nicht das mit dem blauen Tank da? Der Shop hier denn? Ja, ach da, ja, hier ist die Raffinerie. Juh. Der Tor geht mit Lichtgeschwindigkeit auf. Tausend Diesel haben wir schon auf Lager. Ja, aber dafür brauche ich das Tankfass noch. Mit dem Tankfass kann man schlecht Sonnenblumen transportieren, Chef. Wollen wir mal wieder zurück zum Hof fahren? Über Grün, über Ampel, wie sich's gehört. Dann halt, wenn Gr Gelb vorbei ist, ist ja Grün. Nee. Immer wenn nicht rot ist, ist Grün. Weil rot nie ist, ist immer Grün. Das im wahren Leben auch mal so wäre. Meist so. Das Auto, da müssen wir auf Rot schalten. Ja, ich habe mir überlegt, ich fahre nächste Folge den die Kartoffelwasser-Waschanlage wieder voll. Ich tank dich ab.
Was? Da ist mein Anhänger schon fast voll. Nee, 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 3,94 sogar schon. Das Feld kriege ich ja noch nicht mal weg mit dem Wagen. Das ist ja blöd. Ne, bin voll. Das bringe ich mal zum Kartoffeldämpfer hin, beziehungsweise Kartoffelwaschanlage.